Ja, einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben diese Freunde. Das Ganze liegt jetzt schon ein Weilchen zurück. Ich bin dann von Hamburg, also letzte Aufnahme war ja in Hamburg, bin ich dann noch zu diesem Baumarkt gefahren, wieder durch Hamburg durch, weil der Elbtunnel war Katastrophe. Und habe südlich von Hamburg dann noch eine Ladung an Chemikalien für ADR-Transport zugenommen. Dann bin ich runtergeflitzt nach Göttingen, habe da eine sehr interessante Ladung mit zwei großen mobilen Charger-Stationen aufgenommen. Die eine habe ich dann in Stuttgart abgesetzt und die andere dann nach München gebracht. Und das ist jetzt München kurz vor Messegelände, Tor 21. Da müssen wir rein und so beginnt das Video. Dann habt viel Spaß. Sehr spannend, mal die Messe aus einer anderen Perspektive zu sehen. Moin! Die Halle C1. Einfach geradeaus. Und dann links, rechts? Das ist ja gleich hier. Da muss die LKW stehen. Okay, dann gucke ich mal nach den LKW. Alle keinen Bock mehr. Ist aber warm heute. So, wir sind alle C1. Okay. Weil ich war im Messegelände München schon so oft als Gast hier, sei es zur Mau oder zur Bauma. Und das mal jetzt hier auch so diese Lieferantensicht zu sehen, finde ich super spannend. Ich bin irgendwo anders, als mich hier wahrscheinlich hinbringen. Das war voll eine Lieferantenhöhle drin. Ich habe jetzt nach dem Stand geschaut, wo das hin soll. Und das ist besser, wenn wir jetzt rüberfahren auf die andere Seite der Halle C1.
mehr von Augsburg oder wie ist das? Zusmarshausen. Das liegt da an der A8 zwischen Augsburg und Ulm. Und ich denke, ich werde dann heute noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen was aufnehmen, vielleicht mit der Kamera hier hinter mir. Das sind die Anzeigen vom LKW. Und machen wir Schluss mit dem Video, weil sonst wird es wieder ewig. Ich komme wieder nicht zum Zusammenschneiden. Und dann kommt wieder kein Video. Das ist dann quasi das Paradoxon kontraproduktiv. Deswegen fahren wir jetzt mal zusammen hier ein paar kleine Straßen und nehmen so ein paar schöne Eindrücke mit. Ich kenne die gar nicht. Kommen wir gerade vor wie Parts. Also ein bisschen aufpassen halt, gerade so engen Ortschaften. Ich habe die Liftachse oben. Da hast du nochmal einen anderen Nachlauf. Also da wird es teilweise schon eng. Hier jetzt nicht. Jetzt noch Seegang. Eine scharfe Rechtskurve. Also heute war es schwierig, von München aus eine geeignete Tour Richtung Norden zu finden. Also ganz grob Berlin, weil da muss ich am Donnerstag sein für eine große Besprechung. Hat nichts mit Transportwesen zu tun. Also ganz schwierig heute. Keine Ahnung, vielleicht weil so viele leere LKWs wegen der Messe unten sind, weil die alle runterliefern und dann zusätzlichen Transportraum zur Verfügung stellen. Weil eigentlich müsste von München aus ganz viel gehen. Aber wie gesagt, ich versuche auch immer mehr feste Partner zu kriegen und so langsam formt sich da auch ein immer größeres Netzwerk. Ich gucke natürlich auch, dass der LKW nicht immer so schwer ist, weil er hat mit seinen 500 PS schon seine liebe Mühe in den Bergen. Macht es eher Spaß, morgen rund zu fahren. Da stürzt sich, da kann er seine 40 Tonnen haben, das ist mir vollkommen egal. Dann zieht er gut, dann liegt er gut. Aber in Bergen, das ist echt teilweise, wenn du richtig schwer bist, ist es ein Krampf. Wie so Krämpfle. So. Klasse, wenn Autofahrer sich dann so beschweren und auch noch mit dem Kopf so eine Nein-Bewegung machen. Ich war schon wirklich mit dem rechten Rad auf dem weißen Streifen, also weiter möchte ich nicht, weil dann bin ich halt in der Randbebauung drin. Da kannst du ganz schnell in den Graben reinrutschen. Und ich frage mich dann immer, was ich da machen soll. Soll ich mich dann kurzfristig in Luft auflösen oder was wird von mir erwartet? Dann immer so ein Abweisen der Eigenverantwortung. Machen Menschen sehr gerne, manche lieber als die anderen. Weiß ich, vielleicht kann ich mich da noch anders verhalten. Was macht ein LKW-Fahrer da? Mir würde eigentlich fast nur noch anhalten, einfallen. Das ist mit den beiden ging das super. Aber kann ich aber jeden hier anhalten. Die Straße ist ja eigentlich breit genug. Weil da komme ich gar nicht voran. Hört sich so im Fahrschulunterricht immer gut an. In der Theorie. In der Praxis ist es dann so, dass du deine Ladetermine nicht schaffst. Grüß Gott. Habe ich da gerade was von Grillfest gelesen Ende dieses Monats? Sowieso nicht.
hier im Hintergrund noch ein paar Früchte. Himbeeren, Brombeeren und Heidelbeeren. Deutsche Waldfrüchte vereint. Ist das jetzt schon rechts, wenn ich das so frage? Baumarkt so eine Anti-Rutschmatte holen. Meine Frage an die MAN-Experten. Den 640er, also diese Modellreihe jetzt, die ich fahre, den Euro 6, nicht der TG3. Die 640er, gibt es die auch mit 14-Gang-Getriebe oder gibt es die nur mit dem 12-Gang-Getriebe? Weil bisher habe ich die nur mit dem 12-Gang-Getriebe gesehen. Kann auch sein, dass MAN da gesagt hat, naja, mit dem großen, dicken Motor brauchst du eigentlich nur nochmal das 14-Gang-Getriebe, sonst kann ja... Weil 12,4 Liter hat es für die vielleicht Sinn gemacht, weil es halt einfach ein Volumenmodell ist. Und bei dem großen Motor vielleicht keinen Sinn mehr gemacht, weil er, boah, bin ich blöde, das habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Also das geht so nicht. Ist gerade vollständig in der A-Säule verschwunden. Da kann es sein beim 640er, dass sie das nicht nochmal zusätzlich den Aufwand betrieben haben, das anzupassen, weil sie sagen, der hat sowieso so viel Drehmoment, da sparen wir uns die Kosten dafür. Yay, das ist super. Ali, jetzt vorbei. Da mache ich dann auch noch mal, ja, da machen wir dann so ein bisschen Raumbesichtigung, weil es ja die Schalalala-Thema bei mir im LKW gibt. Deutschland vor, noch ein Tor.
erzählt habe. Ich hatte eine schöne Fracht von Hamburg runter bis nach München. Darüber habe ich dann über weitere Suche von Göttingen über Stuttgart nach München Messe beliefern mit also recht schweren und sehr wertvollen Messegegenständen, Batterie für die Batteriemessen und so weiter. Schöne Aufträge bekommen. Hat Spaß gemacht, da auch auf dem Messegelände war zwar ein Chaos, sich dann Stapler zu organisieren und so weiter, aber hat Spaß gemacht. Deswegen tendiere ich eigentlich auch so in weiteren Überlegungen, werden sollte mit und ich würde weiter Plane fahren oder die Firma sollte sich entwickeln. Aber bleiben wir erstmal bei mir. Also entweder Tankzug oder was natürlich auch Spaß macht, so was sehr abwechslungsreich ist, wo du auch so in kleine enge Ecken reinkommst und das fahre ich unheimlich gerne, wo du ein bisschen aufpassen musst. Planzug, das heißt gelenkter mit Lenkachse hinten, noch wie so eine Nachlaufachse am Sattelzug, also am Sattelauflieger, um das Gewicht des Staplers besser aufnehmen zu können. Die muss gelenkt sein und dann halt Mitnahme Stapler. Also da hätte ich irgendwie richtig Bock drauf. Weil da kriegst du auch nochmal ganz andere Preise. Ist natürlich absolut selbstständig zum Mitnahmestapler. Da hätte ich richtig Lust drauf. Zumindest im Moment. Das leichteste zu fahren ist natürlich Tanker. Ne, Daniel? Drückt sich schon Bitumen ordentlich nach oben auf dem Asphalt, da musst du
fährst mit viel, also ordentlich Federweg, kannst hier richtig drüber über die Straße. Nein, das heißt nicht Teer im Asphalt. Teer wird schon seit, ich meine, den 1950ern nicht mehr benutzt wegen der Tenside und der krebserregenden Wirkung. Oder, da muss ich richtig ausdrücken, der karzinogenen Wirkung. Das ist mittlerweile alles Beton, die noch nicht polymer modifiziert, das sieht man hier über dem Asphalt. Beton ist quasi das Bindemittel, so wie im Beton der Zementstein. Ja? Beziehungsweise wenn er noch weich und nicht erhärtet ist im Beton, sagt man genau Zementblei. Kilometer sind es noch. So, hier vom Bauern, dass ihr wartet. Leberkässemmel gegönnt, die ich abgeladen hatte. Ich glaube, dicke Scherben war das. So richtiges bayerisches Brot. Und da hast du die Metzgereien dann. Oh, das ist da Leberkäs. Oh, Träumchen. Da bin ich auf dem Hinweg vorm Entladen. Habe ich dort kurz angehalten, mir eine Leberkässemmel geholt. Und weil die so gut war, ich hatte dann dort beim Entladen die Genossen, habe ich mir dann auf dem Rückweg gleich nochmal angehalten und bin noch eine geholt. Och, das war so lecker. Sag mal, willst du jetzt hier auf der Landstraße oder wie lange darf ich jetzt deine Gesellschaft hier noch genießen? Gute Güte. Ich frage mich schon, ob das richtig ist.
über befahrbare Straßen als hier. Später, wenn ich stehe. So, Freunde, es ist jetzt ein paar Tage später. Ich bin dann von, wie ist denn das, Blaufelden oder so, da unten nicht mit Elektrokrempel, sondern mit Katzenfutter. 10 Tonnen Katzenfutter weitergefahren. Das war, glaube ich, zum Mittwoch. Und dann hatte ich noch einen Stapel Schnittholz mitgenommen aus dem Flankenwald. Dann über, ja, da unten Erfurt, die A14 hoch
Richtung, ist das überhaupt richtig, was ich jetzt gerade erzähle? Nee, erstmal Richtung Halle. Erstmal bin ich dann weiter Richtung Halle, habe da dann das Schnittholz aufgegeben, damit halt die Fahrt einigermaßen rentabel wird. Also die Woche war nicht dicke bei mir, das muss man sagen. Wir haben toll angefangen mit dem mit der Messefracht, aber sie war wirklich nicht dicke. Danach kam nicht mehr viel. Was allerdings daran liegt, dass ich dann halt am Donnerstag nach Berlin wollte, weil da hatte ich noch eine Sitzung in anderer Hinsicht. Und den Tag habe ich mir dann komplett freigehalten. Und da ist halt schwierig, halt Frachten anzunehmen, die da so drumherum gehen, ne? Wo du so einen toten Tag dazwischen hast, mitten in der Woche. Und deswegen hatte ich dann gar nichts angenommen. Auf jeden Fall hatte ich... das Katzenfutter, also das Schnittholz ausgeliefert, das war bei Halle an der Saale, ging super schnell, bin gleich dran gekommen, Viertelstunde. Und bin dann weiter Richtung Norden, zu so einem riesigen Rebe-Lager bei Magdeburg, da sollte das Katzenfutter hin. Und die hatten dann allerdings Stromausfall, weswegen ich dann auch nicht mehr entladen werden konnte. Und na gut, was willst du machen? Ist keiner dran schuld, ne? Außer unsere grüne Regierung. es war nur ein Witz. Ich mag sie einfach nicht. Ja, ich habe dann meine Eltern angerufen. Mein Vater hat mich dann dort abgeholt in Magdeburg. Ich habe den LKW dort auf dem Parkplatzgelände stehen lassen, hatte das mit den Mitarbeitern abgesprochen, habe mir auch die Papiere stempeln lassen, dass Stromausfall ist, dass du deswegen nicht abgeladen werden kannst. Habe das mit meinem Auftraggeber abgesprochen, dass ich den LKW dort stehen lasse und dann am Freitag früh, sehr früh gleich ablade, also heute Morgen quasi. Ja, bin dann mit meinem Vater zu meinen Eltern, habe dort geschlafen und bin am nächsten Morgen dann mit dem PKW von meinen Eltern dann nach Berlin gefahren, habe dort die Sitzung vollbracht, danach war ich Knatsche, also das war dann quasi von um 11 in Berlin Sitzung, also am Kudamm bis ja, 17:30, knapp 18 Uhr und das war eine taffe Sitzung, also da ja, da wird es auch mal richtig ernst, also geschäftlich. Und danach bist du dann Gnatsche ausgefrungen. Und dann bin ich wieder ins Auto gestiegen, bin zu meinen Eltern gefahren, habe da die Nacht wieder verbracht, also dort geschlafen. Ja, ich schalte jetzt mal nicht, weil ich habe jetzt hier zu tun gerade. Deswegen soll er mal im Automatikmodus hochziehen. Weil er stirbt jetzt hier quasi mit 40 Tonnen so ein bisschen ab. Gleich drüber. Gleich sind wir mit der Kuppe. Ist auch nicht mehr viel los. Es ist jetzt Freitag 19 Uhr auf der A38. Da, da sagen sich Igel und Hase gute Nacht. Oder Fuchs und Hase. Ja, und dann hatte ich heute Morgen quasi den LKW wieder übernommen. Bin dann gleich halb 6 Uhr morgens dann mit den Papieren halt vorne zur Anmeldung. Waren auch die gleichen Damen da, man hat sich dann wiedererkannt wie zum Stromausfall und ja, die haben mir dann gut weitergeholfen, bin relativ zügig dann drangekommen, durfte an eins der vielen Tore fahren von diesem Großkomplex, Lagerkomplex. Ja, und dann habe ich hinten rangedrückt. Ich weiß, ihr wollt Videos haben, wo ich rangiere und so weiter. Mir kommt es überhaupt nicht in den Sinn, das zu machen. Also ich muss mehr ins Video schneiden und so weiter rein. Aber ich habe so Sequenzen auf Parkplätzen, also Wildparkplätzen, wo ich das gemacht habe. Mal gucken, vielleicht schneide ich das ja rein, wenn ich das finde. Aber das muss einen Kontext haben. Ich glaube, das macht jetzt hier nicht so viel Sinn. Aber ich möchte das Video jetzt eigentlich ganz gerne beenden. Achso, mein Deutschland-Thema. Schalalalala. Ich habe da noch Aufkleber, die ich jetzt, glaube ich, hier in irgendeiner der Schubladen drin. Und die kommen dann noch hier vorne und in die Seite an die Scheiben dran. Ich hoffe, ich schaffe es, bevor die EM vorbei ist. Weil ich bin schon ein bisschen mit dabei. Also das finde ich auch ein schönes Thema.
Und ja, und dann waren 5 Paletten. Das Katzenfutter wurde halt, weil man versucht, auf dem LKW Platz zu sparen, wurden die Paletten aufeinander getürmt. Ja, so ungefähr 2 Meter hoch. So, und das ist dann Katzenfutter in solchen Pappschachteln, ähnlich wie, ja, wie unser Morgenmüsli. Und wenn da noch eine Palette oben drauf steht, dann wird das irgendwann für diese untere Reihe zu schwer und die knickt dann so parallelogrammartig weg. Ja? Das ist bei den Quergestellten, bei 5 Paletten davon passiert. Die sind ganz leicht, haben die sich nach quer gestellt. Die konntest du aber dann, wenn sie einzeln standen, wieder zurückdrücken. War es aber so, dass die Mitarbeiterin dort, die junge Frau, sagte, nee, das kann man nicht annehmen. Ich sage, wieso könnt ihr das nicht annehmen? Das kann man doch zurückdrücken. Da ist doch keine bleibende Deformation an den Verpackungen. Nee, das kann man nicht annehmen. Da führt auch kein Weg rein. Das war einfach so, nee, das kann man nicht annehmen auf eine sehr zickige Art und Weise. Also überhaupt keinerlei Verantwortung übernehmen. Im Sinn von, mich interessieren weitere Prozesse nicht. Ich verweigere hier die Annahme. Und sowas ärgert mich. Gut, ich konnte in dem Moment auch nichts machen, weil das war jetzt die Entscheidung. Und ich habe mir dann nochmal die Vorgesetzte bringen lassen, die sagte, nee, wenn sie das jetzt so entschieden hat, dann müssen wir das jetzt, können wir das nicht annehmen. Sag ich, kann es aber nicht zurücknehmen, ich habe gleich noch eine Fracht, da muss ich weiterfahren. Also für mich ist es so, dass das ein Verpackungsfehler ist und das kann nicht hier auf dem Rücken von mir ausgetragen werden. Und ja, ich habe denen die Rücknahme auch verweigert. Und auch weil es einen wirklich ärgert, da werden 5 Paletten einfach wieder zurückgeschickt, die wirklich sehr leicht halt wieder, wenn man so wollt, in den Originalzustand zurückzuversetzen sind und weiter genutzt werden können. Nein, und das hatte ich dann noch weiterhin gehört, es wird einfach nicht gemacht. Und da werden Riesenprozesse damit in Gang gesetzt. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, ob die sich dessen überhaupt nicht bewusst sind. Da fährt dann ein LKW, aber das kommt gleich im Anschluss. So, dann habe ich gesagt, okay, ich kann es auch nicht mitnehmen, auch wenn ich wollte, aber ich habe jetzt echt nächsten Auftrag. Ja? Und wir müssen auch schauen, dass wir unsere Aufträge erfüllen können. Und das ist kein Fahrfehler, auch kein Transportfehler, sondern es ist ein Verpackungsfehler. Ja? Und den habe ich nicht zu verantworten. Und ja, auf jeden Fall bin ich dann mit dem LKW erstmal raus, habe dann endlich halt auch meinen Auftraggeber bekommen, habe dann auch gelernt, okay, mitgenommen, vielleicht das nächste Mal verhältst du dich ein bisschen anders, das sind bei mir noch so Lernprozesse und dass du da einfach anders reagierst, scheinbar scheint das wohl absolut Usus zu sein dort, dass Dinge wieder zurückgegeben werden, dass du dass du dann Retour hast und dann versuchst du das in irgendein Zwischenlager reinzubringen. Das ist dann so ein Prozess, mit dem ich dann halt leben muss, offensichtlich. Außer ihr wisst da mehr und anderes. Deswegen vielleicht mal an euer Schwarmwissen. Wie geht ihr damit um? Also ich denke mal, wenn ihr angestellter Fahrer seid, nehmt das einfach mit. Wenn ihr aber jetzt vielleicht Owner-Operator seid, so wie ich, was macht er dann? Also, ja, im Endeffekt hatte ich dann meinen Auftraggeber bekommen und die hat mich dann gebeten, nee, nehmen Sie es bitte doch mit, wir nehmen es Ihnen so schnell wie möglich ab, dass man LKW von Ihnen fährt, frei kriegen und dass Sie weiterkommen. Und dann bin ich also dann, als ich dann aus dem Gewerbegelände wieder raus war, also ich war da zu dem Telefonat raus, weil es war ja alles lange vor 8 Uhr, hatte ich dann vorne nochmal bei den netten Damen an der Info gesagt, Mensch, ich muss wieder rein, die möchten, dass ich die Retoure, die ich dort gelassen habe, mitnehme. Okay, habe ich dann noch wirklich problemlos reingelassen, das war super. Und dann habe ich wieder dran gedrückt, habe die 5 Paletten draufgestellt und am Ende des Tages hat mich dann dieser Prozess, bis ich das halt in die Zwischenlager reingefahren habe, von 6 bis 10 Uhr Zeit gekostet. Eigentlich eine Geschichte, die ich dann in der Hoffnung hatte, von 6 bis 7 Uhr abzuschließen.
Und dafür bin ich dann für die paar Paletten, ist dann ein ganzer 40-Tonner, nochmal 30 Kilometer in ein Lager gefahren, hat keinen Frachtraum für die nächsten 2 Stunden zur Verfügung gestellt. Alles nur, weil eine meines Erachtens ungeschulte ist ja keine Fachkraft, eine ungeschulte Kraft sagt, nee, das geht so nicht. Und da sollte man mal über die Qualitätssicherungsprozesse, Logistikprozesse doch nochmal nachdenken. Also ich sehe das halt aus einer anderen Brille. Also ich als Ingenieur und auch als Geschäftsführer und Unternehmer, ich finde das furchtbar. Aber es scheint in der Logistikbranche hier ein Stück weit Usus zu sein, zumindest in den großen Lägern. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Logistikprozesse haben dahinter, weil die waren ziemlich automatisiert, wo die wirklich einen gewissen Maßstab an die Verpackung, also auch an die Paletten legen. Aus meiner Sicht war der dann erfüllt. Ja. Ich muss da natürlich nicht alles wissen, aber mir tut das so leid um die ganzen Prozesse, die dann nochmal in Gang gesetzt werden. Ja, und dann dann habe ich noch eine kleine schöne Fracht gekriegt aus meinem Heimatort. Auch so eine Art Salze zurück Richtung Kassel. Die fahren wir jetzt gerade. Ja, das war es dann in der Woche. Also die Woche war lau und mau, da war nicht viel los. Also umsatztechnisch die Hälfte von dem, was ich normalerweise anstrebe. Und war ohnehin, die Preise waren die Woche ziemlich im Keller. Das muss man auch sagen. Also waren viele Touren dabei, wo ich aus Prinzip gesagt habe, nee, fahre ich nicht, das mache ich nicht. Muss man natürlich auch wissen, ich bin in einer Position, dass ich sagen kann, das kann ich mir erlauben. Wenn der LKW steht, erzeugt er halt keine Kosten. Da mache ich aber auch keinen Umsatz. Aber dann, bevor ich da für einen Hungerlohn fahre und da so ein System unterstütze, dann gönne ich mir lieber eine Auszeit mit meinen Eltern, muss ich ehrlich sagen. Können viele nicht so machen, das weiß ich. Ne? Aber war jetzt für mich entspannter so. Ja, und jetzt geht's nach Hause. Und nach Hause heißt morgen Rasen sensen. Der ist schon wieder hoch geworden. Und vor allen Dingen ein bisschen Sport machen und so. Ach, Sachen waschen, weil teilweise war ich so durchgeschwitzt und dann durch die hohe Luftfeuchtigkeit, die du teilweise hier hast, habe heute nochmal Mittag gegessen bei meinen Eltern, weil ich da quasi meine Heimatstadt geladen hatte in Bernburg. Und bin dann nochmal da vorbeigefahren. Ich wusste, meine Mutter hatte eine leckere Kohlroulade gemacht mit schöner brauner Soße und Kartoffeln. Na, lecker. Und da habe ich mir dann nochmal geduscht, nochmal frisch angezogen und dass man einfach hier auch frisch gewaschen und gut riechend auch die letzten Kilometer nach Hause fahren kann. Das wäre mir wahrscheinlich nicht so möglich gewesen, wenn ich jetzt nicht zum Beispiel halt in Bernburg da geladen hätte. Ja. Dann hätte ich mich wahrscheinlich irgendwo auf einen Parkplatz gestellt und hätte mich aus dem Kanister dann abgewaschen, weil ich war so durchgeschwitzt, also es war eine Stunde durchgurten und vorbereiten. Das ging wirklich Hand in Hand mit dem Staplerfahrer dort. Das war super. Also ich habe schon wirklich viele Ladestellen und Entladestellen, muss ich ehrlich sagen, wo das richtig, richtig gut läuft. Wo ich nicht gerne hinfahre, sind diese Großgetränkelager. Also da wirst du teilweise behandelt, ich glaube, da behandelt man einen läufigen Hund besser. Ich sage das dann auch, dass bestimmte Sachen so einfach nicht gehen, dass sie sich mal fragen sollen, ob sie Menschen jetzt wirklich so behandeln wollen. Auch wenn ich das beim Kollegen sehe, wie sie ausländische Kollegen behandeln. Weiß ich nicht, das geht nicht. Das ist gleich so von Anfang an so oben, von oben herab, ja, wo ich mich dann frage, was bilden sie sich eigentlich ein? Der Mann ist auch Familienvater, der hat zu Hause Kinder und nur weil er jetzt Deutsch nicht spricht, ist das doch kein Idiot. Ja, also du hast immer welche dabei, wo du dich fragst, gute Güte, wie hast du denn den Führerschein bekommen?
aber es ist oftmals so, so eine, also ein Ton dort finde ich ganz furchtbar. Ja. Hatte ich auch in einem Getränkelager, da wollte ich dann einfach nur wissen, ich wollte so ein Großlager, ich wollte einfach nur wissen, nach anderthalb Stunden warten, wie denn ungefähr das Zeitfenster ist. Ja? Da hat mich da fragetechnisch wirklich ganz vorsichtig rangetastet. Und kriege dann einfach so als Antwort, ach, halt doch einfach die Fr. Und weiter hat er sich da nicht getraut. Also da war er bei mir am Falschen. Weil das geht nicht. Ja, das habe ich ihm auch sehr deutlich zu verstehen gegeben. Ich habe gesagt, pass mal auf, jetzt kommst du bitte mal her. Weil so reden wir bitte nicht miteinander. Ja, das kannst du draußen mit deinen Kumpels machen und deinesgleichen, aber nicht hier mit einem Dienstleister, der hier auf deine Obhut irgendwo angewiesen ist und der einfach nur wissen möchte für die Pausengestaltung, wie ungefähr das Zeitfenster ist. Ich will euch nicht unter Druck setzen, ich will auch hier keinen Stress machen, das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Ich weiß, dass ihr da drin arbeitet, ich will nur für mich ungefähres Zeitfenster haben. Und der ist sofort so aggressiv geworden. Und die Leute haben dann halt auch unterschiedliche Stimmungen, ne? Aber so geht's nicht. Also so, das darf man sich auch nicht gefallen lassen, weil dann reißt das ein und das ist ja schon eingerissen. Also, aber ich lasse mir so ein Verhalten absolut nicht gefallen. Das geht so nicht. Das ist ihm dann auch bewusst geworden, ja? Weil wir sind hier nicht irgendwo in einer Bar oder auf der Straße. Sondern wir wollen miteinander professionell arbeiten. Ja, das war jetzt nochmal ein bisschen ernst zum Schluss. Das wollte ich eigentlich nicht, aber ist jetzt so. Ansonsten genieße ich das wirklich jetzt hier. Das muss ich ehrlich sagen. Also mir macht das Spaß. Ich habe überwiegend gute Ladestellen, wo ich total gerne hinfahre. Da bilde ich mir jetzt auch einen festeren Partner jetzt aus zu Baumärkten. Also ich mache so Baumarktrunden in Deutschland, bin jetzt auf eine wunderschöne Runde durch Norddeutschland gedreht, also gerade Mecklenburg-Vorpommern mit Wismar am Hafen, aber ich glaube, da haben wir auch so einen Schnipsel mit drin und das macht Spaß, super freundliches Personal, es geht alles ruckzuck sehr schnell, das plane auf, plane zu, wenn du plane fährst, das gehört nochmal zum Job mit dazu, das macht mir auch überhaupt nichts aus. Und ich finde rein in die ganze Geschichte. Mir macht es echt Spaß. Also macht es echt Spaß. Ich muss halt nur wirklich ein bisschen mehr darauf achten, okay, wie kann ich denn jetzt Videos gestalten und dass ich auch die Kamera mal ein bisschen mehr mitnehme. Das ist eher das, was ich nicht mache, weil so viel Neues. Es ist zu wenig Routine drin bei mir, glaube ich, so kann man das zusammenfassen, als dass es jetzt mir irgendwie langweilig wird. Und ich deswegen die Kamera mitnehme, um da Abwechslung reinzubringen. Also es ist viele Dinge, die einen da beschäftigen. Es ist bei weitem nicht so, dass man einfach auf dem Bock sitzt und sich hier oben langweilt. Also ich tue das gar nicht, aber dafür mache ich wahrscheinlich auch noch zu viele andere Dinge. Ja, ich finde das insbesondere dieses USB, dieses Bluetooth, so ein Quatsch, so ein Bluetooth-Teil hier. Also dieses Freisprech-Jabra-Ding da, ich habe das 65er, wen das interessiert, bin da bin mittelmäßig zufrieden. Das liegt aber eher daran, an diesem Ohreinsatz. Der geht nicht richtig in den Gehörgang rein. Also ich weiß jetzt, worauf ich mittlerweile da achten muss, aber das wird jetzt erstmal seinen Dienst erfüllen und erzeugt auf der anderen Seite aber mit Mikro glasklare Sprachqualität und ich kann die anderen, wenn ich es dann halt reindrücke in den Gehörgang, das heißt so ein bisschen festhalte, auch sehr gut hören und dann kann man halt auch viele Absprachen führen. Da mache ich halt noch mit meinen anderen Dingen halt während des Fahrens führe ich da viele Gespräche. Dann sind viele WhatsApp-Austausche mit Freunden und Bekannten. Und an dieser Stelle schöne Fahrradgrüße, Henrik. Ja, ich habe hinten auch so ein Fahrrad mit dabei. Das gucken wir uns das nächste Mal an. Ich glaube, das habe ich für das Video schon irgendwie angekündigt, aber ich will jetzt das Video zu Ende bringen und wir gucken uns das nächste Mal an. Ne? Das ist jetzt keine Sensation. Ja.
dann würde ich sagen, beenden wir dieses Video, dass ich es dann morgen früh schnell zusammenschneiden kann, hochladen und euch endlich mal ein Video zur Verfügung stellen kann. Ich mache jetzt keine weiteren Versprechungen. Ich muss nämlich sehen, dass ich es da wenn überhaupt halten kann. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Däumchen wären Träumchen, ne? Bis dahin, euer Tom. Ciao.